Eine extra Portion Protein in ganz normalen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Quark oder hier so Mozzarella, das ist im Moment extrem angesagt. Die Händler tun so, als hätten wir alle ein massives Eiweißproblem und überbieten sich mit sogenannten High-Protein-Angeboten. Das ist nur eine Auswahl von unfassbar vielen Produkten, die man im Moment in den Läden findet. Was eigentlich Profisportlerinnen und Bodybuilder als Pulver schlucken, soll jetzt also die breite Masse kaufen. Die Frage ist, ob es wirklich bringt und ob die hohen Preise auch nur ansatzweise gerechtfertigt sind. Christoph Schneider. High-Protein-Produkte sind am Boomen seit Jahren. Das haben wir die Detailhändler bestätigt. Wir nehmen jetzt wunder, dass es so im Angebot hat. Und als erstes gehe ich hier mal in Coop. Protein, Protein und nochmal Protein. In grossen Buchstaben und leuchtigen Farben, dass ich es dir auch sehe und kaufe. Wem geht es gleich? Wer kauft sonst noch solche Produkte? Kaufe ich dir ab und zu so High-Protein-Produkte? Ja, kaufe ich, ja. Ab und zu die Müllermilch hier. Aber sonst die anderen nicht, ehrlich gesagt. Ich nehme mehr Proteinpowder, also die Puder da. Kann ich mich nicht sonst gut ernähren? Es kommt vor allem aufs Training drauf an, aber Protein hilft natürlich dann, ja, auf jeden Fall. Mal schauen, wie gross der Unterschied ist zwischen dem gängigen Produkt und dem mit mehr Protein drin. Der Käse vom Coop hat zum Beispiel 24 Gramm Protein pro 100 Gramm drin. Beim vergleichbaren High-Protein-Käse sind es 33 Gramm, 9 Gramm mehr. Der Schokolade-Drink bei Migros hat 3,6 Gramm auf 100 ml. Der High-Protein-Schokolade-Drink hat 7 Gramm Eiweiß drin, fast doppelt so viel. Der Mozzarella bei Aldi hat auf 100 Gramm 19 Gramm Protein drin. Die High-Protein-Version hat 24 Gramm, also 5 Gramm mehr. Der Coop Magerquark hat 11 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm drin. Der High-Protein-Magerquark mit Skierkulturen hat genau gleich viel Protein drin. Trotzdem gibt es einen krassen Preisunterschied. Dazu komme ich später. Proteine gehören neben den Kohlenhydraten und den Fetten zu den wichtigsten Nährstoffen. Der Körper braucht sie unter anderem, um die Muskeln aufzubauen. Auch unsere Antikörper, Hormone und Enzyme bestehen aus Protein. Das erklärt Olivier Jade, Biochemiker an der Uni Genf. Proteine findet man in allen lebenden Systemen, sei es eine Bakterie, sei es ein Virus, sei es eine Pflanze, ein Schwein, ein Rind, ein Elefant oder ein Mensch. Um kein Protein zu essen, muss man Wasser trinken oder Zucker essen. Aber ansonsten, wenn man ein rohes Nahrungsmittel isst, nimmt man Proteine auf. Ein Steak enthält im Vergleich zu einer Karotte einfach etwas mehr Protein. Es stellt sich die Frage, ob so Proteinzusätze überhaupt nötig sind und wir unter einem Proteinmangel leiden. Weil letzter hat nämlich eine Studie gezeigt, dass wir eher zu viel als zu wenig Protein zu uns nehmen. Sowohl Frauen als auch Männer überschreiten im Durchschnitt die empfohlenen Proteinmengen pro Kilogramm Körpergewicht. Also eigentlich sind sättige Proteinprodukte gar nicht nötig. Und trotzdem zeigt sich beim Einkauf bei Lidl, Coop, Migros und Aldi, dass es jenste so Produkte gibt und es werden immer mehr. Es ist offensichtlich. So High-Protein-Produkte sind bei der Kundschaft beliebt und die Anbieter suchen immer wieder neue so Proteinkassenschlager. Und es zeigt sich, diese Produkte sind teuer. Zum Teil sehr teuer. Der normale Emmi Energy Drink kostet bei Coop 53 Rappen pro 100 ml. Die gleiche Menge High Protein Energy Drink kostet 85 Rappen. Das sind 60% mehr. Der Erdbeermagerquark kostet bei Migros 48 Rappen pro 100 Gramm. Die High Protein Version kostet 94 Rappen. Das ist fast doppelt so viel, plus 96%. Der Mozzarella ohne Proteinzusatz kostet bei Aldi 52 Gramm auf 100 Gramm. Mit mehr Protein kostet der Mozzarella sogar beim Discounter mehr als Doppelte, plus 104%. Aldi sagt, diese Produkte können wir nicht vergleichen. Der normale Magerquark von Coop kostet 32 Gramm pro 100 Gramm.
Der isländische High-Protein-Magerquark mit Skyr-Kulturen kostet 1,21 Franken. Das sind 278% mehr. Der teure Magerquark hat aber nicht einmal mehr Protein drin, sondern genau gleich viel wie der normale Magerquark. Gob erklärt diesen massiven Preisunterschied mit höheren Produktionskosten in Island. Der grösste Preisunterschied kommt aber erst jetzt. Das normale Snickers kostet bei Lidl 1,24 Franken pro 100 Gramm. Die High-Protein-Version kostet 5,44 Franken. Das ist ein Preisunterschied von 339%. Der Lebensmittelkonzern Mars rechtfertigt den Preisunterschied mit verschiedenen Rezepturen und unterschiedlichen Produktionskosten. Grüezi, Herr Schneider. Grüß Sie, Grund, guten Tag. Der Michael Grund leitet das Departement für Marketing und Business Communication an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Ihn treffe ich wegen diesen massiven Preisunterschied. Solche High-Protein-Produkte kosten zum Teil massiv mehr als vergleichbare andere Produkte. Ist das gerechtfertigt? Also diese Preisunterschiede sind sicher nicht gerechtfertigt. Weder durch die Inhaltsstoffe noch durch die Komplexität vom Produktionsprozess. Denn ein paar Gramm Protein mehr oder weniger spielen hier sicherlich keine Rolle. Das ist ein Hype, das ist Marketing und das wird hier entsprechend abgeschöpft. Ungerechtfertigt hohe Preise bei den Detailhändlern für ihre High-Protein-Produkte. Ich hätte gerne mit den Detailhändlern ein Interview geführt vor der Kamera über die fragwürdigen Preisunterschiede von diesen High-Protein-Produkten. Sie haben allerdings alle abgelehnt und mir Mails zurückgeschrieben. Die Message ist immer die gleiche. Sie sagen, der Preisunterschied sei begründet mit unterschiedlichen Produktionsformen, mit unterschiedlichen Komponenten in diesen Produkten und mit kleineren Absatzmengen im Laden. Und das sei halt der Grund für den erhöhten Preis dieser Produkte. Ja, also, es ist noch so gut fürs Frühstück, wenn man noch keinen Quark oder einen Proteinshake hat. Es würde eher nützen, wenn es naturell einfach so Eier ist oder so, etwas, was Protein hat, als so ein Drink. Wenn du Fleisch nicht isst, dann kannst du High-Protein nehmen. Das bringt es wirklich, ja. Bringt es oder bringt es nicht mit einem High-Protein? Die Frage klären wir jetzt noch einmal im Studio, und zwar mit der Christine Brombach. Sie ist Professorin und Ernährungswissenschaftlerin an der Zürcher Hochschule zu Wädenswil. Grüß dich, Frau Brombach. So, also, eine Antwort von euch. Brauchen wir diese High-Protein-Produkte oder brauchen wir es nicht? Nein, wir brauchen sie nicht. Warum brauchen wir sie nicht? Wir haben so viele gute und auch proteinreiche Lebensmittel am Markt, sodass wir uns damit auch ausreichend versorgen können. Die Schweizer Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine ausgewogene Kost. Und damit können wir all den Bedarf abdecken, den wir brauchen. 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einem gesunden Erwachsenen mit 70 Kilogramm sind das rund 56 Gramm Eiweiß pro Tag. Und laut der Menü-CH-Studie, der Verzehrsstudie Schweiz, nehmen wir alle genug auf. Es gibt bestimmte Gruppen, vor allem ältere Menschen, da muss man noch mal besonders drauf schauen. Aber auch da kann man die Produkte am Markt gut kaufen. Was denkt ihr, wenn ihr jetzt durch die Läden geht? Es ist ja gestopft überall und an allen Orten steht noch irgendwo Protein drauf. Was geht euch da durch den Kopf? Ja, eigentlich, dass man da die Menschen mit verunsichert und in dieser wahnsinnig tollen Auswahl an Produkten, die wir haben, dann nochmals was meint, drauf zu toppen. Aber es ist letztendlich eine Marketinggeschichte. Wir haben es ja gerade auch gehört. Brauchen tun wir es nicht. Wir haben so viel Auswahl an Lebensmitteln, die ausreichend Proteine enthalten. Da haben wir ein paar Sachen zusammengestellt, schauen wir nachher noch da. Aber jetzt haben wir die riesen Preise gesehen, wenn das jemand gleich zahlen will. Kann man es nach dem Motto kaufen, nützt es nichts, so schadet es nichts. Wenn jetzt jemand tatsächlich das Gefühl hat, es bringt etwas. Viel bringt auch nicht viel. Im Gegenteil, wenn wir dauerhaft zu viel Eiweiße aufnehmen, ist das auch gesundheitsschädlich. Wenn man mehr als das Doppelte dauerhaft isst und drüber, so die WHO und auch die Schweizer Gesellschaft für Ernährung, kann das entsprechende Gesundheitsfolgen haben durch Nierenschaden oder auch Gefäßveränderungen. Also wir nehmen so viel normalerweise auf, dass wir gut in diesem Bereich liegen. Wir brauchen diese teureren Produkte nicht einkaufen. Letzte Frage noch zu diesem Thema. Also, es kommt ja von dem Profisportlerbereich oder Bodybuilding-Bereich, wo man sagt, aber dort brauchst du die Eiweiß für einen Muskelaufbau. Macht es dort Sinn?
Für diese spezielle Gruppe kann es Sinn machen. Das hängt auch davon ab, welche Art des Sportes man betreibt. Das muss man genau anschauen. Aber Hand aufs Herz, wir sind nicht alle Profisportler und wir sind nicht alle jene, die Muskel aufbauen. Die gesunde erwachsene Bevölkerung braucht das nicht. Und wenn ich 2 bis 3 Mal in der Woche jeweils 1 Stunde Training mache und Sport mache, dann brauche ich das auch nicht. Dann kann ich die Produkte am Markt kaufen, die eben auch normalerweise verfügbar sind. Okay, und schauen wir uns das jetzt an. Wir haben da 3 Teile zusammengestellt mit euch. Und zwar haben wir 1 für Fleischessende, 1 für Vegetarier und 1 für Veganerinnen. Was da hier das Fleischdauer wird beinhalten, würdet ihr uns jetzt sagen. Das ist nämlich eine Tagesportion Eiweiß, die man so zu sich nehmen kann, oder? Ja, das ist das, was wir über einen Tag verteilt an eiweißlebenshaltigen Lebensmitteln essen würden. Da ist Fisch drauf, da ist Kochschinken drauf, Kartoffeln, Quark, Vollkornbrot und Käse. Das sind rund so 65 bis 67 Gramm Eiweiß pro Tag. Das heißt, da kann ich gut mit meinem Eiweißbedarf decken. Das ist natürlich jetzt noch nicht eine ausgewogene Portion. Nein, also das sind jetzt nur die eiweißhaltigen Lebensmittel. Normalerweise kommen dann noch Früchte und Gemüse und Öle und andere Dinge mit dazu, sodass es dann ein ausgewogenes Essen pro Tag ist. Das ist jetzt nur eiweißbezogen. Jetzt heisst es ja immer, wenn du Fleisch isst, dann hast du das Eiweiß. Und wenn du kein Fleisch isst, dann musst du ganz, ganz viel essen und vor allem schauen, dass du zu deinem Eiweiß kommst. Dass hier wird die Vegetarier-Ration, die ihr habt, zusammengestellt habt, ist nicht extrem, also ist echt fast gleich, oder? Also ja, das ist jetzt ungefähr die gleiche Menge an Eiweiß pro Tag, auch zwischen 65 und 67 Gramm Eiweiß. Wir haben hier Vollmilch, wir haben hier dann das Vollkornbrot, wir haben die Kartoffeln, wir haben dann Nüsse und Samen, sehr eiweißhaltig, Sojageschnetzeltes, ein Hühnerei und den Käse. Und das zusammen entspricht sogar noch ein bisschen mehr Eiweiß als jetzt dieser Teller, was jetzt Fleisch und Fisch enthält. Kommen wir zum Letzten, zum veganen Essen. Ja, auch hier habe ich die Tagesmenge an Eiweiß, rund 65 bis 67 Gramm. Ich habe hier die Sojamilch, dann habe ich Sojageschnitzeltes, ich habe Kichererbsen, ich habe Linsen, rote Linsen, ich habe wiederum Nüsse und Vollkornbrot. Und das zusammen ergibt dann pro Tag rund die 65 bis 67 Gramm Eiweiß in einer ausgewogenen Mischung. Weil es ist immer auch wichtig, dass man die Eiweiße entsprechend kombiniert, gerade wenn man einen veganen Lebensstil verfolgt, damit ich alle jene Aminosäuren habe, die eben auch für mich notwendig sind. Okay, wunderbar. Merci, Frau Brombach. Gehen wir noch einmal ganz kurz zurück zu diesen Produkten, die man beim Laden findet, die High-Protein-Produkte. Kosten viel, ihr sagt, es braucht es überhaupt nicht. Also, es ist Geld zum Fenster rausgeschossen, schlichtweg. Ja, man kann schon sagen, ich kann mein Geld anders anlegen und dann kann ich eben ein hochwertigeres Lebensmittel kaufen, für das eventuell jetzt für ein Produkt, was spezifisch angereichert wurde, dann weglassen und damit auch meinen Proteinbedarf locker decken mit der Fülle an Lebensmitteln, die vorhanden sind. Vielfach sind die Menschen heute eben verunsichert und da springt dann der Markt drauf und bietet solche Produkte an nach dem Motto, das ist besonders gesund, aber wenn ich nur ein so ein Produkt am Tag esse, heißt es noch lange nicht, dass ich mich insgesamt ausgewogen ernähre. Super, danke für den Kompass. Merci vielmals, Frau Kompass. Dankeschön. Kompass.